Ey, der Pate, Scarface, Menace to Society, La N, Gangsterkino. Jeder kennt diese Filme. Und wer Rap hört, muss sie gesehen haben. Bis heute werden alte Gangsterklassiker immer wieder zitiert. Aber was haben die Filme mit Rap zu tun? Wie schaffen es Filme, die vor über 40 Jahren produziert wurden, die Jugend bis heute zu prägen, während jeder Content immer mehr auf TikTok-Länge geht? Dafür haben wir uns jemanden geholt, der offiziell Film- und Hip-Hop-Nerd ist. Yes, yes, yo, Freunde! Ey, den Dude kenn ich irgendwoher. Gehen wir zurück an den Anfang. Es ist 1972. Der Italo-Amerikaner Francis Ford Coppola bringt den ersten Film seiner Patentrilogie raus. Es geht um die sizilianische Mafia-Familie Corleone. Der Film wird als erstes so richtig Einfluss auf unsere Kultur haben. Jay-Z und Snoop Dogg beziehen sich schon früh auf den Film. Und auch heute rappt zum Beispiel Drake in Going Bad über Don Corleone. Und Lupe Fiasco über tote Pferdeköpfe. Ihr kennt ja diese eine Szene Safe. Fun Fact übrigens, das war sogar ein echter Pferdekopf. Deswegen schreit der Schauspieler auch so. Der Typ will nicht und auf einmal die haben sein Rennfett gefickt. Das wäre heute nicht mehr erlaubt, ne? Boah, diese militante Veganerin hat Attacke gemacht jetzt. Die hat die Tür eingetreten, da holt der Pferd da raus. Muss bestimmt ein totes Pferd sein, die den Kopf abgetrennt haben, oder war der Kopf schon ab? Er kam so auf Wild. Ich erinnere mich an die Fee. Aber wieso hat der Film bis heute so einen krassen Impact? Es ist natürlich die Faszination am Gangstertum. Und beim Paten wird das zum ersten Mal so richtig echt dargestellt. Wieder einmal ist es die Authentizität im Hip-Hop. Authentisch auf allen Ebenen, ne? Manche Schauspieler haben mit den Gangstern 2-3 Wochen gechillt richtig, um deren Eigenschaften richtig anzunehmen. Also die haben da wirklich, bei den Filmen haben sie sich richtig Mühe gegeben, das 1:1 darzustellen. Die haben sich da richtig reingearbeitet, haben das gelebt, um das auch richtig darstellen zu können. Wir Kanaken in Deutschland, Bruder, wir können uns damit gut identifizieren, weil es solche ähnlichen Strukturen bei uns auch gibt. Friedensrichter, Familien treffen sich, Auseinandersetzungen. Hip-Hop kommt auch von der Straße. Ich denke, daher kommt so diese Verbindung, ja. In dem Ausmaß, wie es dort war, zu der Zeit mit richtig Rumballern, sehr viele Tote und so ist es jetzt hier nicht. Aber sehr viele Parallelen, die auf uns hier in Deutschland schon zutreffen. Aber es geht auch um mehr, um Werte des Zusammenhalts. Die Familie, oder wie es bei den Gangstern heißt, der Mob, spielt in den meisten Filmen eine sehr wichtige Rolle. Wir haben doch diese Loyalität sehr, sehr früh deutlich an den jungen Mann von der Straße gebracht. Große und kleine Gangster und sogar die, die gar keine sind, identifizieren sich mit Vito Corleone und seinem Clan. Und sogar wirklich echte Mobster wie Sammy De Bull Gravano, der mittlerweile ein normales Leben führt und über sein Leben sogar als Mafioso berichtet, fühlte den Film damals schon. Zu einer Szene, in der Corleone seinen Gegner tötet, sagte er, "Na, that's just like I felt when I killed Joe Colucci. Somebody who wrote that scene had to have a feeling for that." Ein hochrangiger Gangster von der Familie selber sagt immer, ich fühle den Film. Er erzählt viel über diese Mafia-Sachen und so und ist vieles echt so, also ist krass. Normalerweise könnte er sagen, immer zu, was spielt unser Leben nach, ihr Wichser, so, weißt du, ich meine? Schon eigentlich auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, weil das sind halt Leute, die irgendwie in ein Land gekommen sind, waren da eigentlich Fremde. Denen wurde gesagt so, ey, ihr seid willkommen, aber eigentlich waren sie trotzdem Ausgestoßene der Gesellschaft, weil sie halt keine anerkannte Stellung bekommen haben, keine anerkannte Position erhalten haben. Dann mussten sie sich das halt im Untergrund erarbeiten. Aber auch beim Mainstream-Publikum knallt der Film. Die Kinos waren so voll, dass die Leute Tickets gekauft haben und dann teurer weiterzuverkaufen, so auf Reseller. Direkt schlau gemacht. Auf Penny Parkplatz. Da läuft was, lass mal direkt kaufen und teurer Verkauf. Standard. Ich habe den ersten einmal angefangen zu gucken. Und irgendwann, er war so langweilig am Anfang, dass ich so, scheiße, Digga, was ist das für ein Scheiß? Wieso können die alle diesen Paten so feiern? Und dann habe ich mir irgendwann, als ich nach Hause gekommen bin, von irgendwo nachts wieder angemacht. Dann habe ich ihn auch erst gefühlt. Nach Coppola zieht der nächste Italo-Amerikaner nach. Martin Scorsese macht Gangster-Klassiker wie Goodfellas und Casino. Auch hier geht's um den Mob. Same shit, different family. Alleine der Name des Regisseurs ist heute eigentlich genauso kult wie seine Filme. I'm in the dark, it's a movie Scorsese. Ich bin Martin Scorsese. Und nachdem Ray Liotta in Goodfellas Fuck You, Pay Me schreit, hört man es auf Songs von Joe Gotti, Kanye West und dem Flizzmaster. Aber das ist nur ein Beispiel von unzähligen Goodfellas-Referenzen. Wenn ich jetzt ein Zitat aus einem Gangsterfilm nehme, in einem Songbeispiel oder das irgendwie verarbeite in einem Song, derjenige, der den Film kennt,
feiert das ja dann umso mehr, weil das ist ja so eine Verbindung, die wir haben. Du feierst Party, ich feier Party, ey, du bist mein Homie. Dieses Jahr sind übrigens 4 der Goodfellas-Schauspieler verstorben. Also an dieser Stelle, rest in power. A Bronx Tale ist auch Gangster, aber anders. Es geht um das Zusammenleben in der Bronx und dabei werden auch soziopolitische Themen wie Rassismus und Armut behandelt. Obwohl das ein bisschen politischer ist und auch die Situation kritisiert, bleibt die Faszination fürs Gangsterleben. DMX und Ja Rule beziehen sich immer wieder auf die Figur. Wir sehen also, diese ganze Romantisierung der Mafiosi-Daseins wird von der Subkultur gefeiert und verewigt. Mein Vater war auch lange drin, viel Problematik in der Kindheit gehabt, lange nicht da gewesen, Struggle, Knastbesuch und das. Dann siehst du diese Filme, dann ist das so für dich so, ey, mein Vater war ja auch so. Digga. Dann fühlt man das auch nochmal anders. Und während die Macht der Mafia im Real Life abnimmt, werden die Filmgangsters immer mehr zu Kultfiguren. Rapper übernehmen sogar deren schicke Kleidungsstile Mafiosi. Plötzlich sieht man Biggie, Diddy, Snoop und Pac mit Fedoras und Nadelstreifen auf dem roten Teppich. Ja, Mann, das ist halt einfach so der Scarface-Style, ne? Diese Patenfilme haben so ein bisschen, wie sagt man, Classic in diese Hip-Hop gebracht, glaube ich. Sehr, sehr viele sind auf diese Gangster-Schiene gegangen. Stock musste man immer haben, weißt du? Und die richtigen Gs hatten immer so ein Messer noch drin. Das war jetzt nicht ein bewusstes Ding, was sie sich da ausgesucht haben, im Sinne von, boah, das können wir tragen, weil dann sind wir Gangster. Das war der Kleidungsstil allgemein. Und auch beim Wu-Tang Clan ist man Mafia-Fan, dass sie sich sogar unter dem Pseudonym Bugambinos Mobnamen zulegen. Aus Old Dirty Bastard wird Joe Bananas, aus RZA Bobby Steels, aus Reek One Lou Diamonds und aus Method Man Johnny Blaze. Ja, jetzt wisst ihr, warum Method Man Johnny Blaze ist, denn die anderen Namen werdet ihr wahrscheinlich eher seltener gehört haben. Und irgendwo zwischen Pate und Goodfellas kommt dann auf einmal Scarface. Der hat wahrscheinlich bis jetzt den größten Einfluss auf die Kultur gehabt, oder? Boah, Scarface, Bruder. Shit. Ich sage, 80% aller Koksticker in Berlin haben angefangen wegen Scarface. Ja, Klein Flüchtling, der in die Staaten kommt, der so einen Traum hatte. Ich will alles, Bruder. Ich will alles und ich hol mir alles, Bruder. Und das ist der Traum von uns, Bruder. Ich bin früher aufgesprungen, ich hab mitgeschrieben bei Scarface. Was redest du? Kennt jeder. War für uns in der Jugend das Heftigste, was es gab an Filmen so. Scarface ist die traurigste Geschichte überhaupt eigentlich. Am Ende des Tages, er bringt seinen besten Freund um. Der wird von Geld, Koks, Nutten, all diesen Oberflächlichkeiten wird der kaputt gemacht. Damals waren wir jung, damals waren wir dumm und sind auf so einen Scheiß reingefallen. Aber wenn man sich das Ende betrachtet, er geht einfach drauf, weil er selber von seinem eigenen Zeug ballert und reinscheißt. Ne? Wir denken uns natürlich, wenn wir diesen Film gucken, tamam, er macht Fehler am Ende, aber wenn wir das wären, würden wir anders machen. Weißt du, was ich meine? So, das ist doch dieser Aspekt. Aber wir es gesehen haben. Die grauen Straßen von New York werden mit dem schillernden Miami der 80er getauscht. Scarface geht nicht um Mafia, sondern über Aufstieg und Fall eines kubanischen Drogenbosses. Werte und Methoden bleiben aber die gleichen. Dieses Bild haben, glaube ich, als ich im Jugendknast war, vor, lass ich mal überlegen, 18 Jahren, glaube ich, hatte jede zweite Zelle entweder ein Poster von Tupac oder das. Also es war der Traum von allen. Und das ist so ein Ding, wo wir uns auch voll geil auskennen. Weißt du, wir sind politische Flüchtlinge, wo da kommen in ein Land, wo wir in Flüchtlingsheim gesteckt werden, wo wir im Essensmarkt unsere Scheiße holen müssen, Digga. Dann bleibt der letzte Ausweg, Bruder, Kokain. Tony Montana ist einfach Michael Corleone aus der Pate, also Al Pacino. Damit macht er sich unsterblich. Lag für mich erst in echt auch Mafia. Weißt du, ich meine, so einfach wegen seinen Filmen. So. Zitate wie Don't Get High on Your Own Supply oder The World Is Yours wurden schon gefühlt von jedem Rapper erwähnt. Konsumiere nicht deinen eigenen Scheiß, Bruder, machst du Minus. Get high off your own supply. The world is yours. The world is yours. The world is yours and everything in it. The world is yours, but the city's mine. The world is yours, Montana. The world is yours. Daran sieht man mal einfach so, wie heftig sie sich mit dieser Figur identifiziert haben. Ich sag euch, wenn ihr noch suchen würdet, würdet ihr auch viel mehr noch finden. Aber wieso war und ist der Hype so riesig? Laut Snoop Dogg liegt das daran, dass es nicht nur darum geht, wie man der Größte im Business wird, sondern Scarface lebt Etikette vor. Eine Anleitung zum Gangsterwerden quasi. Was ist die Anleitung? Im Endeffekt, fick den Großen, dann fick dich keiner oder was? Man weiß auf jeden Fall, man muss Dealer hochnehmen, die Lutscher sind. Mein älterer Bruder hat früher auch immer gesagt, brech dem mit der größten Fresse in der Gruppe die Nase, dann sagen die anderen auch nichts mehr. Ja? Dieser Film wird halt einfach so heilig gesehen, aber es wird gar nicht so das gesehen, was eigentlich darunter steckt. Dass es
eine ultra traurige, einsame Geschichte im Endeffekt wird. Aber am Ende des Tages will trotzdem jeder sein wie Tony Montana. Einfach, weil der ein Motherfucker war, weil der die Eier hatte, die Cojones. Es geht ja um die Cojones. Verstehst du? Al Pacino spielt zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein können. Der laute, impulsive Tony stellt die Gegenfigur zum rationalen, ruhigen Michael aus dem Paten dar. Und auch wenn die sich krass unterscheiden, hat Scarface trotzdem seine Wurzeln bei der Cosa Nostra. Der Film mit Al Pacino von 1983 ist nämlich eine Adaption des gleichnamigen Klassikers aus den 30er Jahren. Trauer war nicht Al Pacino, deswegen kennt ihn keiner. Aber der echte Scarface war Al Capone. Aber wenn du ihn Scarface genannt hast, war der gar nicht begeistert. Und der hat auch auf den Polizeifotos oder generell Foto hat er immer seine Schokoladenseite gezeigt, wo die Narbe nicht zu sehen ist. Er hat sich eigentlich sehr geschämt für diese Narbe, obwohl er eigentlich damit hausieren konnte. Die Geschichte davon orientiert sich am Lucchese-Clan, einer der fünf großen Mafia-Familien in New York. Und da wären wir wieder bei den Mafia-Werten. Das weiße Mainstream-Publikum ist damals gar kein Fan von dem Film. Dafür macht die Black- und Hispanic-Community den Film zum Kassenschlager. Die Community bereitete den Weg dafür, dass sich die Industrie in den 90ern verändert. Mit dem neuen Afro-American Cinema versuchen viele schwarze Regisseure, ihre Geschichte selbst zu erzählen und ihre Hood realistisch darzustellen. Der Fokus liegt auf Gegenden wie Harlem oder South Central Los Angeles. Von der Community für die Community. L.A. Von der Straße für die Straße. Ja, Mann, endlich mal, ne? Also, endlich sehen sie sich halt auch einfach auf der Leinwand, ne? Ghetto gibt's überall, ne? Die Verhältnisse sind überall beschissen. Zum Beispiel die Ghetto-Version von Scarface, New Jack City. Mit Dada Man. Kennst du Dada Man? Stotter ich einfach, du blöder Wichser, oder was? Der Film spielt im Harlem der 80er und thematisiert den New Yorker Drogenkrieg. Der East Coast-Klassiker mit Wesley Snipes gilt als Vater der African-American Gangster-Cinemas. Die Rapper zu der Zeit in Videos sahen ja genauso aus wie bei New Jack City. Alle sind danach mit Phoenix-Hose und so rumgelaufen. Kurz danach droppt Boys in the Hood mit Ice Cube in der Hauptrolle. Der Titel kommt übrigens von dem Song von N.W.A. Anfangs war man sich gar nicht so sicher, ob der Film überhaupt funktionieren wird. Aber als er in Cannes gezeigt wird und unter anderem Quincy Jones und Eddie Murphy mies auf den ausrasten, wusste man, dass der Film funktionieren wird. What? Ich wusste gar nicht, dass der in Cannes gelaufen ist. Good choice, Cannes. Eine will so Sportler werden, der Bruder ist Street, der eine dreht voll durch, knallt einen mit einer Pumpgun an, der eine will Rache nehmen, dann der Vater sagt, mach das nicht. Das ist so wirklich sozialkritisch. Ich habe Hip-Hop-Hood mehr gefühlt als Boys in the Hood, bin ich ehrlich. Nur wenige Zeit nach dem Release kommt es zu den gewaltsamen Unruhen in Los Angeles. Starke Polizeigewalt gegenüber Rodney King führt zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Bei den Unruhen sterben über 50 Zivilisten. Das Los Angeles nach den Unruhen sieht jetzt anders aus. Die Gesellschaft ist gespaltener denn je. Drogen durchringen die Hood noch stärker und das war dann die Inspiration für Menace to Society. Der hatte Überimpact. Menace to Society war auf jeden Fall der Knaller von allen. Was hast du über meine Mama gesagt? Ich warte nur, bis meine Söhne so alt sind, so, dann ich werde safe mit denen zusammen gucken. So. Weißt, ich meine, komm her, wir lernen jetzt was. Ja, so wie Schule, aber man stellt so einen Fernseher auf, weißt du, und guckt dann. In dem Film geht es viel mehr um Gewalt und Drogen. Das Ganze geht sogar so weit, dass Menace beim Filmverleih plötzlich in der Horrorabteilung landet. Nicht umsonst wird O-Dog, einer der Hauptcharaktere im Film, als America's Nightmare bezeichnet. Now, O-Dog was the craziest nigga alive. America's Nightmare. Young, black, and didn't give a fuck. Cheeseburger? Ey, Menace Society, auch ein absoluter Legendenfilm. Wobei ich mich noch mehr gefreut hätte, Tupac die Rolle von Kane gespielt. Fast hätte Tupac selber damit gespielt. Aber bei einem Streit am Set hat er einen der Regisseure kaputtgeschlagen. Angeblich, weil er O-Dog spielen wollte. Statt der Rolle gab es dann 15 Tage Habs. Oh, Tupac. Dicker, genau. Mann, Alter. Ja. Und er stellt dir mal vor, diese Sätze, I'm young, I'm black, America's Nightmare, werden von Tupac kommen in den Film. Digga, Schicht im Schacht. Diese Filme haben das Leben und den Alltag in der Hood sichtbar gemacht. Vor allem für die, die sonst nichts damit zu tun hatten. Wie auch bei South Central, Juice, King of New York und unzählige andere. Mehr Visibilität für Minorities brachte auch Blood In, Blood Out. Ja, Digga, ich dachte schon, ich komme nie damit, Digga. Der beste Film von allen. Danach wollte ich Latino sein. Ja. 100%. Auch. Jeder Bruder, jeder. Das erste, was ich gemacht habe, war diese karierte Hemd in weiß, schwarz, grau. Oben nur diesen einen Knopf zumachen, Kette schön raus, Digga. Im besten Fall noch Bandana einmal rumgemacht. Karnal.
was soll ich dir sagen, Carnal? Carnalito, das ist meine La Raza. Ich bleib im Knast. Wir haben auch alle so geredet, so, loco, vato loco. Man wollte unbedingt diese Tattoo haben und so. Der Godfather der Chicanos, also der Mexikaner in den USA. Street Gangs, Familien, Bandenkriege, das ganze Gangster-Drama. Hier erzählt das Leben von drei mexikanischen Freunden und den Gangs von East Los Angeles. Digga, dieser Film ist Baba. Pflichtlektüre, ich höre Pflicht. Jeder wollte Paco sein, zu dem Ende. El Mero Mero hatte einen Traum. Dieser Traum waren wir. Kennt ihr das? Man kann nur jemanden hassen, den man wo geliebt hat, Digga. Ja, so ist es bei Paco. Du hast sehr schön gesagt. Fun Fact, Disney hat den Film produziert und musste das erste Mal überhaupt eine Altersfreigabe auf einen ihrer Filme draufpacken. Disney hat den Film produziert? Hört auf mit so einem Scheiß, Digga. Sag mir sowas nicht. Ja, man muss auch sagen, Disney hat auch Fluch der Karibik gemacht. Ne? Der Track B.I.B.O. von Nemo und Dardan ist voll mit Blood-in-Blood-Out-Referenzen. Selbst auf dem Cover ist Miklo, einer der Hauptcharaktere, zu sehen. Nachdem die politische Spannung ein wenig abgenommen hat, bewegt sich Hip-Hop mehr Richtung Comedy. Zum Beispiel durch die Friday-Trilogie mit Ice Cube und später How High mit Method Man und Redman. Nicht mehr haben nur Filme Einfluss auf Hip-Hop, sondern auch Hip-Hop Einfluss auf Filme. Immer öfter werden Rapper für Filmrollen gecastet. In den Komödien geht es immer noch um die Hood, aber nicht so düster wie bei Menace oder Boys in the Hood. Da wurde es wieder so ein bisschen lustiger, ja, ne? So ein bisschen humorvoller. Ich glaube, durch Humor kriegst du halt auch die anderen Leute noch viel eher ran als durch so krass starken Seiten. Die Themen sind immer noch da, aber es ist halt alles so auf lustig. Hast du Gras? Hast du Blatt? Die Schnitte, die Dialoge, der Witz in dem Film, alles. Der Film ist eine, Bruder, der ist eine 10 von 10. Aber was geht eigentlich in Europa? Bei uns gibt es auf jeden Fall einen Film, der extrem Impact hatte. La Haine. Ja, da sind wir. Das ist für mich ein mieserer Gangsterfilm als Scarface, ich schwör's euch. Diese Filme sind ein bisschen näher an unserem Leben dran, ne? Ja. Als so der Pate. Ja, auf jeden Fall. Ich meine so. Deswegen. Einer der größten Filme, wo wir uns auch mit identifizieren konnten. Luciano hat einen Song nach dem Film genannt. Cello und Abdi rappen in Barra mit Amnesia über eine Szene und Oleg Sesh hat sich sogar ein Tattoo deswegen stechen lassen. In Deutschland ist der Film sogar Schulstoff. Dass die französische Rap-Szene großen Einfluss auf deutsche Künstler hat, das weiß man ja. Aber dazu hat La Haine auch viel beigetragen, denn der Film sorgte dafür, dass französische Rapper über ihre Landesgrenzen hinaus bekannt wurden. Im Film geht es um die Jugendlichen Vince, Said und Hubert und ihre Jugend im Pariser Vorort. Diese drei Charaktere zeigen voll so die kompletten Charaktere in der Hutze. Du hast so diesen einen kleinen Gauner, der überall so seine Finger im Spiel hat oder versucht, seine Finger im Spiel zu haben, so Said-mäßig. Die sehen auch immer noch so aus wie die Jungs von hier so, ne? Er ist so dieser, er weiß nicht, wo Grenzen sind, so, ne? So. Vince war der Kickboxer, ne? Geil, 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 geil. Der dritte von denen ist so, er macht so seinen Sport, er hilft seiner Mutter und so. Er ist irgendwie so mit drin, aber genau, er ist so mit drin, so. Wäre er irgendwo in einem guten Spot geboren, weißt du, wäre aus ihm was geworden. Aus Polizeigewalt und Rassismus entsteht irgendwann eine Spirale von Hass und Brutalität. Der Song Sound of the Police wurde für La Haine von DJ-Legende Cut Killer neu gemixt, sodass man Assassin de la Police, also auf Deutsch Attentäter der Polizei, versteht. Und da hat er sogar noch die französische Chansonsängerin Edith Piaf reingemixt. So richtig französisch. La Haine ist auch Sozialkritik und zeigt, wohin Hass führen kann, aber räumt auch mit Vorurteilen auf. Mit einem Schwarzen, einem Araber und einem Juden rückt der Regisseur Matteo Kosowitz Minderheiten in den Vordergrund. Da, wo wir herkommen, gibt es sowieso keine Vorurteile gegenüber jemand anderem bezüglich seiner Herkunft. Der Film verfolgt ja einfach nur einen ganzen Tag diese Jungs. Wie sie einfach nur so ihr Leben leben, ihren Alltag leben und so rumstreunern, ne? Und versuchen da irgendwie so ihre Zeit totzustreiten. Und das ist der Film. Das war's. Man versteht sich oder man versteht sich nicht. Ganz einfach, wie es so ist auf der Straße. In Deutschland kommt vielleicht am ehesten Chico als Gangsterfilm in Frage. Es geht um den Aufstieg und Fall im Drogenmilieu des 18-jährigen Deutsch-Türken Chico. Man sagt sogar, der Film ist die deutsche Antwort auf Scarface. Aber statt sonnigem Miami Vibe spielt das Ganze im verregneten Hamburg. Und ähnlich wie bei La Haine gerät der Protagonist auch hier in eine Spirale von Gewalt. Mittlerweile sind wir bei uns an dem Punkt, an dem man in den USA schon zu den Friday-Zeiten war.
Jetzt sind deutsche Rapper auf den ganz großen Leinwand zu sehen. Filme wie Blutsbrüders oder Zeiten ändern dich connecten schon vor ein paar Jahren Rap mit Kino. Auch wenn das eher in die Biopic-Richtung geht, war ja bei 8 Mile und Get Rich or Die Trying auch nicht anders. Aber erst durch den Erfolg von 4 Blocks ändert sich was. Die italienische Mafia sind hier die arabischen Clans. Naja, nicht ganz, aber so in etwa. Arabische Clans, italienische Mafia ist natürlich jetzt nicht 100% gleichzusetzen, aber diese Strukturen wie in der italienischen Mafia gibt es ja hier in den Clans ja genauso. Szenen in Berlin-Neukölln mit Hassan K. und Gringos Hymne NB4 bringen ganz eigene Vibes rüber, die es so in Amerika gar nicht gibt. Oh oh, Chirac, Chicago, Kulture Michelangelo, Flanell Moschino. Wir sind auch in dem Video drin. Schöne Grüße an Hassan K. und Gringo. Schöne Grüße an SLS. Gringo selbst spielt an der Seite von Wastel und Massiv auch mit. Und auch Jizzes und Unique haben Nebenrollen in der Serie. 2018 stehen die alle auf der Bühne von Deutschlands ältesten Film- und Fernsehpreis. Hat uns auch sowas wie wieder so Stars gebracht, ne? Ich bin mit Wastel von Aslak hoch geworden, so, ne? Also, ne, das ist so, ich freue mich sehr für ihn, auf jeden Fall. Stark. Ist nicht mehr Tabuthema. Ja, Mann. Ist die Schwarrandgruppe. Ja, ja. 4 Blocks räumt dick ab. Die Auszeichnung mit der goldenen Kamera beweist, authentisches deutsches Gangster-Kino ist endlich salonfähig und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder zumindest auf dem besten Weg dahin. Die wollen Tarik Amir! Die kriegen Tarik Amir! Aber die haben halt bis zum bitteren Schluss halt keinen Hauptdarsteller gehabt. Da hat mein Bruder gesagt, ich hab hier einen vielleicht, guck mal. Und dann hat er den geschickt, weil meine, wer ist er? Ja, ist mein Bruder, aber der sitzt im Gefängnis. Und dann hat das eine zum anderen geführt und dann haben wir das gedreht, Bruder, weißt du? Aber wieso reden wir Jahre später immer noch über die alten Filme? Weil die Gangster-Klassiker zum Träumen anregen. Sie spiegeln den American Dream wieder. Das Erreichbare, Unerreichbare. Und durch die Hood-Filme fühlen sich viele repräsentiert, weil da Leute mitmachen, die wissen, wovon sie reden. Auch wenn das nur Filme sind. Also, bitte macht nie auf Scarface, nur weil ihr den Film auswendig kennt. Ihr wisst ja, wie der endet. Ja, übrigens, meint ihr, Pack wäre der bessere O-Dog gewesen? Und welche Themen sollen wir als nächstes machen? Schreibt es uns in die Kommentare. Tupac als O-Dog? Nee. 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 Also, man weiß nicht, ob der bessere O-Dog wäre, aber es wäre halt, das ist halt Pack, Bruder.